Bauchfett loszuwerden ist genauso einfach wie Fett am Rücken, an den Armen, an den Beinen wegzubekommen. Genauso einfach ist es mit Bauchfett auch. Und ich verrate jetzt hier in diesem Video, warum. Aber Achtung, ich empfehle dir jetzt hier keine Bauchübung, die du machen sollst. Keine Bauchübung der Welt wird dafür sorgen, dass du Bauchfett verbrennst. Das ist Schwachsinn, das ist einfach ein Mythos. Bauchübungen trainieren, die Bauchmuskulaturen, die wird davon auch ein kleines bisschen wachsen, aber du wirst keinerlei Bauchfett dadurch verbrennen. Ich werde dir auch nicht empfehlen, irgendwie Cardio zu machen auf Puls 125, irgendwie Herzfrequenz, was auch immer. Das ist auch nur ein Mythos. Na klar, verbrennt das hier und da ein paar Kalorien, aber das Bauchfett geht auch nicht weg. Ich werde auch keinen Gürtel empfehlen, den du nehmen sollst oder irgendwelche Shakes oder irgendwelchen Pillen, das ist alles Schwachsinn. Ich werde jetzt hier verraten, wie es wirklich geht. Nach über 500 Frauen, denen ich geholfen habe, abzunehmen, Fett zu verbrennen, habe ich erfahrungsgemäß festgestellt, dass sehr viele Frauen das Bauchfett vor allem wegbekommen wollen. Gerade im unteren Bauchbereich, und sie haben sehr viele Probleme damit und fragen sich, woran liegt es, dass das Fett nicht weggeht. Das Gute ist, das Bauchfett ist nicht unbedingt anders gemacht als die anderen Fettzellen, die du im Körper hast. Es dauert in der Regel nur länger, das wegzubekommen. Und ich verrate jetzt hier, warum. Natürlich gibt es viszerales Bauchfett, unter der Haut, direkt am Muskel, was auch immer. Aber im Grunde genommen kriegst du das sehr, sehr leicht weg. Die Antwort darauf ist nämlich, dass das Bauchfett einfach länger dauert, um wegzubekommen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass unser Körper noch genauso gemacht ist wie vor 10.000, vor 100.000 Jahren und deswegen das Fett immer als letztes am Bauchbereich, also um die Organe herum speichert. Deswegen am Bauchbereich. Das heißt, wenn du weiter und weiter und weiter Fett verbrennst, dann wirst du auch irgendwann das Fett am Bauchbereich wegbekommen. Das heißt, wenn du vielleicht bisher 5 Kilo abgenommen hast und das Bauchfett ist immer noch da, dann solltest du einfach noch weiter abnehmen und irgendwann wird es auch im Bauchbereich weggehen. Wichtig ist aber, wenn du schon mehrere Kilos abgenommen hast und du siehst gar keine Veränderung am Fett, was weggeht, also am Bauchbereich nicht, aber auch an anderen Stellen wenig Veränderung, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du nicht gerade wirklich Fett verbrennst, sondern dass du einfach Wasser verlierst und Muskulatur verlierst und deswegen siehst du im Spiegel auch immer gleich aus, obwohl das Gewicht auf der Waage runtergeht. Wenn du seit Ewigkeiten nämlich eine Diät machst oder abnimmst, und das Bauchfett bleibt immer irgendwie da, dann kann es sein, dass du einfach ja, viel zu wenig Muskulatur hast, im Grunde genommen, und dein Körper sozusagen auf Erhaltung geht, auf Stopp geht. Deswegen macht es an dieser Stelle eher Sinn, noch ein bisschen Muskulatur aufzubauen und mal zu überdenken, ob man das, was man da gerade macht, richtig macht oder ob das der richtige Weg ist, wenn man keine Erfolge sieht. Denn in der Regel solltest du schon nach 1 bis 2 Wochen sichtbare Erfolge im Spiegel und an den Klamotten sehen. Das ist, was wir immer mit unseren Teilnehmern beobachten. Das heißt, von deiner Erwartung her solltest du nach der ersten Woche in den Spiegel schauen, solltest sehen, hey, das Bauchfett wird weniger, der Umfang sollte messbar weniger geworden sein, die Hose passt also besser und du solltest auch schon die ersten Tendenzen auf der Waage sehen. Das heißt nicht, wenn du nach 2 Tagen nicht mit der Waage runtergehst, dass du nicht abgenommen hast, das ist nicht so. Sachen wie Salz, Stress, die Menstruation oder andere Faktoren haben natürlich extrem viel Einfluss auf das Gewicht auf der Waage, du solltest aber eine Tendenz nach unten sehen. Das heißt, der einzige Grund, warum du aktuell nicht dieses lästige Bauchfett wegbekommst, ist, weil du einfach nicht genug Fett verbrannt hast. Wenn du immer weiter Fett verbrennst, dann würde es am Endeffekt auch am Bauch weggehen. Jeder Körper hat eine individuelle Veranlagung dazu, wo er zuerst Fett verbrennt. In der Regel ist es aber so erfahrungsgemäß, dass es immer an anderen Stellen weggeht und am Ende am unteren Bauchbereich und an den Beinen. Und wenn es bei dir noch nicht der Fall ist, dann musst du einfach weiter und weiter Fett verbrennen. Wenn du aber seit Ewigkeiten mit dem lästigen Bauchfett, was du vielleicht im unteren Bauchbereich in den Beinen zu kämpfen hast. Das heißt, du hast immer schon einen recht schlanken Körper gehabt. Die Leute von außen sagen, ach, stell dich nicht an, du bist doch schlank. Du selber fühlst dich aber unwohl, weil du noch dieses lästige Bauchfett hast und an der Hüfte, an den Beinen. Dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass du irgendwas falsch machst. Das heißt, die Ernährung, das Training, was du machst, ist im Grunde genommen falsch. Ich würde da an dieser Stelle dir empfehlen, aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall eine gewisse Muskulatur aufbauen. Diese Grundmuskulatur an den Armen, dass nichts mehr wackelt, Bauchbereich, unterer Bauchbereich, Beine, Taille, Po, dass du diese Grundmuskulatur aufbaust, denn dadurch wirst du mehr essen können im Endeffekt und du wirst effektiver wieder abnehmen können. Jede Muskulatur, die du mehr hast, wird dafür sorgen, dass du mehr Fett verbrennst. Das ist so ein großer Teil, deswegen sind die meisten Leute auch skinny fett. Das heißt, sie sind an sich dünn, aber haben noch dieses lästige Bauchfett, das ist typisch skinny fett, das ist, wenn die Muskulatur fehlt. Im Grunde genommen, wenn du diese Muskulatur aufbaust und eine richtige Ernährung hast, dann wird auch das Bauchfett weggehen. Du siehst also, das Bauchfett ist nichts irgendwie Magisches, was schwerer weggeht als andere Fettzellen. Das ist nicht so. Bauchfett, unterer Bauchbereich, Beine, das gilt für jede Körperpartie. Es ist einfach nur so, dass es Step für Step einfach weiter Fett verbrannt werden muss.
Die meisten scheitern halt erfahrungsgemäß daran, dass sie irgendeine Crash-Diät machen, wo sie nur 1-2 Kilo abnehmen und das ist gar kein Fett, sondern einfach nur Wasser und Muskulatur. Wundern sich dann, hey, warum geht das Bauchfett gar nicht weg? Ja, es geht nicht weg, weil du nicht wirklich Fett verbrannt hast in den letzten Wochen, Monaten. Wenn du richtige Fettverbrennung hättest, dann würde das sichtbar auch das Bauchfett weggehen. Das ist auch schon nach ein paar Wochen so. Das beobachten wir bei unseren Kunden erfahrungsgemäß extrem oft. Nach der ersten Woche sehen sie schon sichtbare Erfolge und nach ein paar Wochen kommen schon die ersten Komplimente. Und das sollte bei dir in der Regel auch so sein. Wenn du jetzt auch dein Bauchfett wegbekommen willst und endlich mal einen schönen, flachen und definierten Bauch bekommen willst, dann bewirb dich jetzt auf meinem 4-Informat für ein Coaching bei uns. Klick einfach mal unten den Link in der Beschreibung auf meine Website. Dann sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team einfach mal kostenlos über deine Situation. Wir schauen, wo du stehst und wie wir dir mit dem Coaching eventuell helfen können, auch deinen Traumkörper zu erreichen und auch einen flachen Bauch zu bekommen. Deswegen jetzt unten auf den Link klicken, www.henryzell.com, mach dieses kostenlose und unverbindliche Erstgespräch und dann können wir dir helfen, auch einen flachen Bauch zu bekommen. Viel Spaß dabei.